Naja, man ist Scheißwetter hier. Man ist ja nicht komisch, nur wenn man böse ist. Das ist ja Quatsch. Was? Also du, Chris will sagen, er ist so wie jeden Tag. Okay, gut. Nee. Dann hat er auf jeden Fall verzögertes Bild. Wir sind alle ein bisschen Bluna, ja. Aber Chris hat heute eine ganze Bluna-Fabrik anscheinend. Ja, genau, definieren wir normal. Was ist normal? Dann schreibe ich Gina mal an für Oktober. Hast du da schon eine Woche? Ja, warte. Weil lieber früher als zu spät. Ja, schreib mir das nachher oder so. Ja. Also es müsste wenn in der Woche sein, ne? Ja, ist mir schon klar. Mhm. Aber wir müssen ja trotzdem einen frühzeitigen Termin machen. Bringt ja nichts, wenn du dann einen Tag vorher fragst, hallo. Nee, das stimmt. Hallo, wie sieht's aus? Ja, wenn alles gut läuft, dann kann ich mir bald auch einen Tätowierer suchen. Ich kenne da eine. Und? Die ist mir zu weit weg. Was für ein Auto? Nein, noch nicht. Ja, aber bald. Wenn alles gut läuft. Naja, dann kannst du hinfahren. Gleich, fahr wegen einem Tattoo 8 Stunden. Nee, ist nicht. Pass mal auf, da kannst du gleich... Das ist eine super Stadt. Kannst du 2-3 Tage Urlaub machen oder was weiß ich und dann kannst du schön durch die Stadt reinkommen. Weiß ich jetzt nicht. Was denn? Ob es eine super Stadt ist. Dresden? Ja. Ist eine geile Stadt. Ja, aber die Leute, die da wohl sind, teilweise komisch. Nee. Also ich war Dresden-Neustadt feiern, war super, Alter. Scheiße, wie komme ich hier wieder raus? Naja gut, ich könnte ja damit verbinden, meine Schwiegereltern zu besuchen, ne? Siehste. Kacke. Schon geklärt. Ja, irgendwie komme ich hier wieder raus? Ich sehe nichts, woher soll ich das wissen? Ach so. Wenn ich jetzt dein Bild aufmache, habe ich meinen Chat nicht. Bin ich so professionell aufgestellt wie du? Okay. Ja, jetzt Bildschirm und so. Ich liebe einfach deine Fahrweise, sie ist so einzigartig. Was ist damit? Was? Ah, jetzt komme ich wieder raus. Florech! Ja, jetzt komme ich raus. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich habe dir noch nie Autofahren sehen. Nee. Noch. Und letztes Mal bin ich gefahren mit seinem scheiß Auto und er nicht. Ja, was hast du gerade gesagt? Ja. Ich bin mit seinem Auto gefahren, du nicht. Ja, ich fahre ja zum Spirit hin. Du fährst zum Spirit hin? Ja, sicher. Nee, das glaube ich dir nicht. Also ich habe gesagt, ich trinke nichts. Also klar, wenn ich fahre, trinke ich nichts. Nee, ich fahre hin. Du fährst hin? Ja. Ich bin davon ausgegangen, dass ich hinfahre. Okay. Nö. Ja, nee. Nö. Naja, wir warten erstmal den Tag ab. Nein, mein Plan war das auf jeden Fall. Na, Eggy, du musst zurückfahren, damit er saufen kann. Simpel Sandbox, 1, 2, 3, grüß dich. Das weiß ich, ja. Das war ja von vornherein klar. Aber ich bin halt davon ausgegangen, dass er trinkt immer auf der Hinfahrt. Ja, aber jetzt habe ich ja mein Auto und Führerschein, jetzt nicht. Ich habe ja erst seit 2,5 Jahren meinen Führerschein. Ja, und? Ja? Letzten 2 Jahre bist du auch nicht gefahren. Ne, da hatte ich ja kein Auto. Ach, halt's Maul. Hallo, wird auch mal Zeit, ne? Oh, ich möchte halt auch mal anderen Leuten was gönnen bei der Fahrt. Ja, ich hab's selber gehört gerade. Das Problem ist, das geht gar nicht. Was geht nicht? Dass man vorher trinkt. Man muss es noch aufbauen, das kannst du vergessen. Darum will ich erfahren. Ich hab die Brille wieder auf. Ja. Ich werde bestimmt nicht den Fehler machen, anzusaufen, Alter. Nee. Oh, das würde ich sehen. Das würde ich so feiern. Eggy auf jeden Fall schon voll. Oh, das wäre so geil. Das war so, wenn wir Fußball irgendwo hingefahren sind. Ja, genau so will ich das. Und dann ist nichts mehr mit Zelt aufbauen und Pavillon aufbauen, kannst du auch vergessen. Einfach Autorennsimulator. Ja, ich wollte mal ein bisschen Action auch machen hier, ne? Ich werde auch mit... zu der liebe Roffel. Roffel? Das habe ich von ewig nicht mehr gehört. Roffel. Ich glaube, Flo hat mich überlesen. Schade. Nee, ich habe dich schon gelesen, den langen Text da. Oh ja, ohne Brille war ich schon echt katastrophal. Lesen und fahren, das ist schon echt bodenlos.
Soll ich zur Wiegestation? Ist grün, kann gleich weiterfahren. Was ist denn das? Ha. Einfach mal zwischen zwei Leitplanken mal lang. Und auch Liegerschaden 1%. Ich weiß gar nicht warum. Jackie. Ohne Brille geht's halt nicht bei mir. Definitiv nicht, nein. Weil Eggy war letztes Mal hier und er hat irgendwas gesagt und ich habe zu mir dann geguckt. Ich sage, keine Ahnung, ich sehe es nicht. Und er war vielleicht 2 Meter weg oder 3. Rum. Aber würde ja auch keinen Sinn machen, wenn ich ohne Brille gut gucken könnte, ne? Das dann als Kanalpunkt reinzufügen. Es wird ja auch immer schlimmer tatsächlich, anstatt besser mitten gucken. Ja, das könnte an einer beschissenen Brille liegen vielleicht. Nein, die ist ja jetzt neu. Die habe ich ja jetzt erst seit 2 Monaten. Also, vorher nochmal beim Messen? Ja, das wurde vorher alles gemacht. Ist auf jeden Fall schlechter geworden. Ja, er hat natürlich auch gesagt, das kann schon vom Computer kommen auch, ne? Logisch. Weil er gefragt hat, ob ich viel vom Monitor sitze. Ich sag, ja, vor 4. Und dann halt die Lichter dazu. Ja, da gibt's ja so eine Folie extra für die Augen, ne? Ja, man kann da noch und irgendwie... Clips, Baufilter. Kann da noch was machen, ja. Irgendwie so. Ist der nicht richtig? Will mich verarschen. Blaufelder, ja, das wäre super, ja. Ist aber schon auch integriert im PC, im Monitor, vielleicht hast du das sogar. Ja. Musst du mal Einstellungen durchgucken. Da könnte man mal gucken. Ach, die Monitoreinstellung. Reifenverschleiß heftiger als in der Formel 1. Gleich an. Machen wir erstmal einen Kaffee. Bis gleich. Jo. Ob ich vielleicht einen Werkstoff aussuchen sollte? Wäre besser. Geht noch. Ist noch nicht heiß. Oder du kaufst dir gleich einen neuen Truck. Nee, letztes Mal ging es eigentlich preislich. Oh, für viel Geld. Hier, was haben wir denn hier? Ein Bagger. Ich fahre irgendwie über eine Maschine. Naja, warum auch nicht. Ich will lieber den Bagger fahren. Am Montag. Ja, und Dienstag. Und Dienstag. Das ist irgendwie geiler, wenn man das 2 Tage hintereinander macht. Ja. Nachdem Sören ja jetzt auch einen neuen Stuhl hat. Aber es ist natürlich wieder Nacht. Das hier ist irgendwie immer so der Zwischenladen. Von hier fahre ich jetzt irgendwas weg und dann fahre ich von da, wo ich jetzt hinfahre, wieder was hierher. Und dann wieder von hier nach da. Ja. Und diesmal fahre ich mal ein bisschen mehr, fast 400 Meilen, okay. Ich fahre 2000, Alter. Ja, ich habe die Dings noch nicht so ganz hochgeknallt.
Oh, nee, Philipp. Ach nee, das war vor 25 Minuten. Ja, du hast die Brille abgesetzt. Siehst du nicht mehr, das sehe ich. So, ich bin mal raus aufs Sofa. Decki, viel Spaß hier auf dem Sofa mit deiner Latte. Morgen noch mal los. Ich brauche ein Bett, ich brauche eine Tankstelle und ich brauche eine Werkstatt. Alles drei auf einem an einer Tanke. Super, bei mir sagt noch gar nichts an. Ja, müssen noch 120 Tonnen fahren. Wohin? Bis morgen eigentlich. Ach ja, morgen ist ja Roy, ne? Morgen kommt Roy wieder. Am Schrottplatz. Huch. Ich brauche eine Werkstatt. Hilmar, was ist da los? Warum fahren Sie keine 150 km/h? Moment. Ja. Das ist so schnell, dass es dir so vorkommt, als wärst du so langsam. Wir sind in Kingman. Bolo. Da ist. Oh, da ist alles. Schlafen, Werkstatt und. Oh, oh, oh. Dann fahre ich weiter. Schon mal.
einfach mal gemacht. Doch stehen. Fahren hier heute wieder furchtbar. So. Was? Oh, oh, verdammt leise. Das kann sein, weil man Game Sound, ja, das läuft über Game Sound dann. Gute Naftankstelle.